ich bin Saki, Tag 8 meines 14-Tage-Fastens. Ja, auch heute Morgen war ich direkt auf der Waage. Ich habe seit gestern 0,2 Kilogramm verloren und damit jetzt insgesamt 5,9 Kilogramm seit Tag 1. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich sehr gut. Allerdings ist mir heute Nacht aufgefallen, dass ich so einen ganz leichten Muskelkater in den Oberschenkeln habe. Und was ich dabei seltsam finde, ist, dass der nur in den Oberschenkeln ist und sonst nirgendwo und dass der gar nicht zu meinem aktuellen Trainingszustand passt. Und daher kann es sein, dass es sich dabei nicht um einen leichten Muskelkater, sondern um eine leichte Übersäuerung handelt. Auch sowas ist beim Fasten möglich. Durch den veränderten Stoffwechsel und die Erstellung von Ketonkörpern aus den Fettreserven kann der Körper tatsächlich etwas übersäuern. Und dementsprechend werde ich heute Morgen direkt nochmal einkaufen gehen und meine Geheimwaffe kaufen. So, und da ist sie, meine Geheimwaffe, Zitronensaft. Der ist zwar richtig sauer, wirkt aber super basisch im Körper. Und davon werde ich jetzt jeden Tag immer ein bisschen was trinken. Und das Schöne ist, damit kann ich nichts falsch machen, auch wenn es sich nicht um eine Übersäuerung handelt. Wer das nicht so trinken kann wie ich, ich finde das ganz witzig, der kann den Zitronensaft auch einfach irgendwo reingeben ins Wasser oder so. Ja, ich habe mir heute eine 6 Kilometer Strecke ausgesucht, einfach weil diese Strecke es mir erlaubt, an mehreren Stellen abzukürzen, aber es lief ganz gut, ich konnte sie komplett durchlaufen. Was mir auf jeden Fall beim Laufen auffällt ist, normalerweise bleibe ich stehen, gehe kurz ein bisschen auf der Stelle und dann ist mein Atem ratzfatz wieder unten. Mittlerweile muss ich mich mal kurz ein bisschen hinsetzen und brauche ein bisschen länger, bis die Puste wieder richtig da ist, aber ich glaube, das ist nicht verwunderlich. Heute will ich dir gerne mal was übers Stinken beim Fasten erzählen. Wenn dein Körper am dritten oder vierten Tag auf das Programm Fettstoffwechsel umgeschaltet hat, dann hat das den unschönen Nebeneffekt, dass andere Menschen an dir einen unangenehmen Geruch feststellen könnten. Da kannst du aber gar nichts dafür, das ist ganz normal. Ich habe schon erklärt, dein Körper baut Fett ab und wandelt das in sogenannte Ketonkörper um, die wahnsinnig energiereich sind und die das Gehirn zur Energieversorgung heranziehen kann. Das ist sehr wichtig, dass das so funktioniert. Bei diesem Abbau, bei diesem Umbau entsteht aber auch Aceton. Und das atmest du aus. Man nennt das dann auch Hungeratem und das ist dieser unangenehme Mundgeruch. Das riecht tatsächlich so ein bisschen wie Nagellack, Aceton halt. Und um diesen Mundgeruch abzumildern, solltest du dir einfach häufiger als sonst die Zähne putzen und immer richtig viel trinken, das hilft auch. Wie gesagt, mindestens 2,5 Liter pro Tag. Was du meiner Meinung nach auf keinen Fall tun solltest, ist es, irgendwelche Kaugummis zu kauen oder Bonbons zu lutschen, auch nicht, wenn die zuckerfrei sind. Warum? Das erkläre ich dir allerdings morgen, denn das ist meiner Meinung nach ein eigenes kleines Thema. Was du besser machen kannst, ist es vielleicht einen Tropfen Pfefferminzöl in deinen Tee zu tun oder einfach ein Stück Zitrone zu lutschen. Wir persönlich, also meine Frau und ich, kennen diesen Hungeratem von mir nicht. Warum? Das kann ich nur vermuten. Ich habe mal gelesen, dass der eigentliche Auslöser für diesen Hungeratem ein unvollständiger Fettabbau im Körper aufgrund von fehlenden Kohlenhydraten ist. Und das würde auch passen, denn ich kenne diesen Hungeratem von Personen, die eine sehr kohlenhydratarme Diät durchführen. Da ich bei meiner Art des Fastens ja aber ein gewisses Maß an Säften zu mir nehme und damit natürlich Fruchtzucker, habe ich vielleicht
mehr Kohlenhydrate als ein anders Fastender. Und dementsprechend ist dieser Fettumwandlungsprozess bei mir vielleicht etwas weniger unvollständig als bei anderen. Du kannst aber auch Mundgeruch bekommen, indem du beim Fasten zu wenig trinkst, denn dann sammeln sich bakterielle Stoffwechselprodukte in der Mundhöhle und auch das kann zu schlechtem Atem führen. Mundgeruch ist aber noch nicht alles, denn auch der Körpergeruch kann sich beim Fasten ein klein wenig ins Negative verschieben. Auch das ist normal, der Körper arbeitet ja auf Hochtouren und er entgiftet auch. Und Giftstoffe werden im Körper nicht nur durch die Nieren ausgeschieden, sondern eben auch über die Haut ausgedünstet. Ist ja unser größtes Organ. Der Schweiß hat also eine andere Zusammensetzung als sonst und da kann es dann ebenfalls zu einem für andere Menschen eher unangenehmen Geruch kommen. Ganz viele Fastende berichten auch, dass sie leichter ins Schwitzen kommen als sonst so. Und dagegen kann man eben nichts tun, außer regelmäßig duschen. Auch hier muss ich sagen, dass ich das von mir nicht kenne und meine Frau bestätigt das regelmäßig bei meinen Fastenphasen. Und auch hier kann ich nur mutmaßen, warum das so ist. Bei der Umwandlung von Fett, von Körperfett in diese Ketone, findet auch eine gewisse leichte Übersäuerung des Blutes statt. War ja zufällig gerade heute Morgen Thema, fällt mir ein. Das passt perfekt. Und wenn diese sauren Stoffe im Blut nicht richtig recycelt werden können, dann werden sie unter anderem auch durch die Haut abgegeben. Bei einer geringen Kalorienzufuhr über Obst- und Gemüsesäfte wirkt man dieser Übersäuerung aber entgegen und das Recycling kann besser stattfinden. Das ist auch der Grund, warum ich heute Morgen extra nochmal zusätzlich vorsichtshalber Zitronensaft gekauft habe, weil ich einfach einer Übersäuerung vorsichtshalber entgegenwirken wollte. Ja, und das könnte der Grund sein, warum ich beim Fasten keinen negativen Körpergeruch kenne. So, das war's für heute. Macht's gut!